wunderschönen guten Morgen. Wir haben Montag. Ja, ich bin motiviert. Komischerweise irgendwie. Wir fahren nach Brilon und laden da in der Anlage. Kabeltrommeln, die gehen dann nach Bergheim. Das machen wir. Ein schöner Morgen. Wie gesagt, ich bin irgendwie total motiviert. Ich habe irgendwie, was ist das dann? Nee, ich habe irgendwie ein gutes Gefühl im Leib so. Keine Ahnung. Macht Spaß. Hab Freude. Mal schauen, ob das anhält. Ich denke mal schon. Alter, was läuft denn hier, ey? Boah, was ist das, ey? Ich fahr mal so aus der Börde raus. Mache ich Viertelstunde Pause. Ich habe nämlich Kaffeebrand. Und da können wir nämlich gleich schön arbeiten. Und dann, oh, das sieht doch gut aus hier. Da können wir gleich schön arbeiten und dann fahren wir wieder raus und machen noch die halbe Stunde dann, ne? Ich schau mir jetzt einen Kaffee holen. Habt ihr das eigentlich schon gesehen? Ich habe ja, doch, habe ich schon gezeigt, ne? Habe ich ja geschenkt gekriegt. Von Mercedes. Eine Maske. Musst du ja haben, ansonsten wirst du rausgeschmissen aus den Läden, ne? Und querstellen tue ich mich da jetzt nicht. Ich brauche ja Kaffee. Okay. So, normal Alois, Alois. Ist es hier? Siehst du das? Hier muss ich rennen. Das heißt, meine Einfahrt kommt jetzt gleich. Dankeschön. Vielleicht sieht er hier. Sieht er. Jetzt habe ich eben einen angerufen, der ist nicht vor Ort, aber der müsste mich doch normalerweise sehen. Ich weiß auch noch nicht, wo was steht. Ich denke mal, das bekomme ich gleich gesagt. Da hinten ist jetzt einer am Arbeiten. Der hat mich gesehen. Ob der jetzt kommt, weiß ich nicht. Am besten ist, ich rufe nochmal die Nummer an, oder? Kommt, der kommt nochmal, warte mal. Ich muss mal, ein paar Sekunden müssen wir jetzt warten. Jetzt kam hier noch ein LKW-Fahrer mit uns, ein Container, der muss jetzt hier rein. Der hat mich jetzt auf die Straße gelotst. Da kommt er schon, abgehupt. Ich muss jetzt ein bisschen zu, ich weiß gar nicht, wo ich laden muss. Jetzt kann ich wieder auf die Straße und da steht Kinder, verstehst du? Hauptsache er ist drin. Hauptsache er ist drin. Aha, er geht nochmal gucken, das ist gut. So, jetzt können wir rein. Hey. So, die haben wir jetzt alle mitzunehmen hier, ne? Die laden wir uns jetzt schön auf. Aufgebaut habe ich schon alles. Beidseitig abgestützt. Stehe ein bisschen eingeknickt, damit ich das hier alles schön wunderbar hinbekomme, ne? Kante habe ich gelegt, an die Rutschmatten drunter. Da kann man nämlich richtig schön loslegen jetzt. Juhi. Freischalten. Und dann halten wir den aktiv, nicht zu hoch. Ne? Wegen den ganzen Leitungen da holen wir uns erstmal die Schlups, dann machen wir die Haken dran. Jetzt stell mal erstmal eine Seite voll. Die andere Seite, da ich die Kabeltrommeln ja nah aneinander stellen muss, muss ich dann mit dem Schlupp nehmen. Habe ich gefragt, weil die müssen ja aneinander stehen. Trommelhaken kriege ich schon nicht raus, verstehst du? Krieg mal hin.
So, jetzt machen wir erstmal die eine Seite vom Triebwagen. Und dann holen wir uns eine Schlupp. So, die kleine stellen wir jetzt hier drauf. Und die anderen mache ich mit dem Schlupp genau daneben, sonst habe ich da eine Lücke und kann das nicht richtig sichern. Boah, ist das wärm, Junge. Leck wie in der Tasche. Jetzt habe ich 25 Grad, kann das sein? So, alles leer geräumt hier, ne? Ah. Jetzt guck mal, ob wir da hinten irgendwo drehen. Ich kann auch da vorne, eventuell irgendwie, aber das ist mir zu link. Aus Sicherheitsgründen fahre ich hinten auf den Platz drin. Bevor wir... So, wir fahren raus, machen Pause. Ich muss in einer halben Stunde sowieso raus. 4.30 Uhr angefangen, bis auf 6 Stunden. Halbe Stunde noch. Dann machen wir die Pause jetzt direkt. Dann machen wir das gleich auf der Autobahn nicht machen, ne? So, dann fahren wir hier hinter den. Das sieht gut aus. Tun wir erstmal was essen jetzt, ey. Immer wenn du es nicht gebrauchen kannst, wa? Driss Stau, ey. Ich schaue nicht ehrlich. Nun auf jeden Fall irgendwie heute und morgen auch vorladen. Sonst ist die ganze Woche im Eimer. So sieht das nämlich aus. Ich habe einen Vollstretch. Voll. Wieder alles bemalt hier, ne? Meine Güte, nicht nochmal. Schon gestern irgendwie auf meiner Wetter-App. Irgendwie auf meiner Wetter-App gelesen, 29 Grad und Sonne. Hammer nicht. Da wurde lieber Ingo. Wir Fahrer haben normal kein Zick für solche Spiele rennen hier. Meine Güte, ey. Aber hier kannst du auch schon nämlich fahren. Was ist das für ein Klotz, ey? Mittlerweile sind wir von der 44 auf der 1. Und siehe da. Ed lübt, Junge, Ed lübt. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Sordele, hier stehen meine Freunde. Das war die gute BAG. Die hat mich gerade rausgezogen, also die haben sich vor mich gesetzt. Und wie die sich vor mich gesetzt haben, wusste ich sofort, was ich falsch gemacht habe. Ich bin am Freitag auf drei Achsen gefahren. 40 Euro Verwarngeld, sonst ist alles okay. Wie immer eigentlich. 40 Euro, zack. Ich habe vergessen, das Ding heute Morgen umzustellen. Ach, Jung, 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 ey. Da haben sie mich rausgetrocknet. Hätte ich mir sparen können. Ich soll auf jeden Fall noch kommen. Wir haben jetzt genau 5 vor 2. Das wäre ja cool. Abladen muss ich ja und ich hoffe, die laden mich auch noch. Das wäre ein Traum. Ich habe noch abgeladen und geladen. Sind die Leute nicht geil? Unglaublich. Dankeschön nochmal. Wir sind auf der A33, moin moin erstmal. Wir fahren nach, fahren wir denn hin? Halle Westfalen. Ich hoffe, mein Chef hat mich angemeldet. Ich bin um kurz vor 7 schon da. Da schmeißen wir 3, 4 Trommeln runter, 4 Gitterboxen, eine Kiste und dann machen wir uns auf den Weg zurück. Zack, zack, Hänger weg in der Ecke bei uns. Nochmal beitanken. Dann laden wir in Niederzieher erneut. Und dann geht's, dann muss ich mal gucken. Ich will auf jeden Fall irgendwie wieder bis auf die A2 kommen. Wir müssen morgen früh nach Wolfenbüttel. Ich glaube schon. Aber jetzt fahren wir erstmal hier. Boah, Schüttel. Fahren wir erstmal hier zur Anlage und gucken, ob der gute Mann schon da ist. Ansonsten rufen wir den mal an. Und dann sagt er zu mir, ich komme jetzt um 9. Ich weiß nicht. Ich hoffe nicht. Kilometer schon noch, dann sind wir da. Da bin ich ja mal gespannt, woll.
Ach, da hinten. Ich glaube hier. So, ich bin jetzt hier. Ich weiß noch nicht genau, wo ich abladen soll. Ich habe den Mann auf jeden Fall erreicht. Super nett, ey. Und der sagt, das ist alles ein bisschen enge hier. Das wird wohl wahrscheinlich irgendwo hier vorne auf dem Platz abgeladen. Ich habe ja ein Kränchen, da kann ich das machen. Der muss mir nur, oder jemand muss mir nur sagen, wo, ne? Hier vorne oder was weiß ich. Da gucken wir jetzt mal. Da kann ich gleich hier vor, zurück und dann hier wieder raus. Das sieht gut aus. Aber der muss, wie gesagt, jetzt erstmal einem Bescheid sagen und dann... Dann legen wir los! It's beautiful and awesome. Das war stressig. Ich musste mich gerade ein bisschen beeilen, da musste irgendwie so ein Bagger durch, so ein kleiner, weißt du? Oh. Ja. So. Fahren wir jetzt mal Richtung runter wieder und dann bringen wir erstmal den Hänger weg, weil den brauchen wir für den Rest der Woche. Bis Donnerstag auf jeden Fall nicht. Nee. Nee. Das krieg ich nicht hin. Dafür ist das Auto zu lang. Ich habe gedacht, ich könnte mich jetzt so einknicken, aber ich muss hier rein, wo ich abgeladen habe. Sonst funktioniert das nicht. So geht das schon besser, wohl? Ist toll. So, normalerweise ist das ja nicht stressig, aber meine Dispo hat mich für den Rest der Woche bestückt mit schönen Uhrzeiten, also Fixtermine. Morgen 9 Uhr und am 10 Uhr am Donnerstag. Jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen beeilen. Schönes Tiefbett. Ich muss laden, ich habe keine Zeit mehr. Tschüss.